So. Dashst du dich hier durch, oder was? Ein bisschen, aber ich kann es mal super machen. Doch, ich muss ja die Erfahrung aufholen, ist doch klar, oder? Hoffen. Du musst doch nicht Erfahrung aufholen, 2000 oder so. Wir sind doch ziemlich gleich. Wir sind ungleich. Du bist eine ganz andere Klasse als ich. Schlechte. Oder so. Ja. So, ich zünde mal die ganzen nicht brennenden Kohle weg. Verdammt, ich auch. Das sind viele Viecher. Viele Kleinkram immer. Den man gar nicht braucht. Doch, die geben mir auch schon XP, insofern. So, weg bist du. Gut, nicht brennen. Dafür auch das Kohlebecken, was du gerade eben. Ja, meinte ich. Ich dachte, ich konnte es von unten anzünden, aber konnte ich leider nicht. Oh! Oh, die Spinne ist groß. Ich sag ja gerade. Ich zwar meinen Headbot. Weil die hier die ganze Zeit rumhaben. So, yeah. Und Ruhm. Ich weiß gar nicht, was bringt da nicht Ruhm? Ich hab's immer noch nicht geschnallt. Weiß ich auch nicht. Du hast es durchgespielt und hast es nicht geschnallt. Das ist natürlich sehr gut. Also, ich hab's nicht komplett durchgespielt. Ich bin kurz am Ende. Ich hab's immer noch nicht weitergespielt. Weil du zu schlecht bist? Nee, weil ich keinen Bock hatte. Weil ich jetzt schon mehr T die ganze Zeit spiele und dann muss es ja auch nicht sein, dass man die ganze Zeit noch so spielt. Ja, das könnte ein guter Grund sein, ja. Vor allem, weil ich ja auch nicht so krass viel Zeit hab, zu einfach mal zocken. Ja. Okay. Du musst aufnehmen! Ich muss aufnehmen, weil jetzt ist ja eine neue Konsole und so und ist ja immer noch. Weißt du immer noch, welche Konsole ich mir kaufen soll? Du weißt es ganz genau. Ich weiß, dass du es ganz genau weißt. Ja, aber ich werde die ganze Zeit noch umziehen. Oh, fuck. Was ist das? Das ist, glaube ich, der Boss. Es ist Zeit für einen Boss. Ach ja, kann durchaus sein. Boss, die einfach vollkommen nichts macht. Ja, ich hau einfach rauf und ist mir egal, ob die mir schadet. Ich habe Tränke ohne Ende. Und wir haben sie besiegt. Ja, das Auge der Winterwind. Warum wollen die immer Augen? Warum mögen die alle so eine Augen? Nee, das ist ja auch nicht möglich. Bevor du den Typen hier oben anquatscht, wenn ich bin noch nicht mal beim Typen. Ich hau ihn noch Sachen um. Geh ich mal zu dir und hau dich um. So, ich lass dir mal deine XP, deine Freude. Oh ja. Wenn ich aber weniger XP habe wieder als du, dann. Wie viel hast du denn? Leck doch nicht so Spiel. Hörst doch. Du aber auch die ganze Zeit vorzulegen. 30.667. 30.000? Was? Spiel leckt. 667. Stimmt das. Was? 30.000 irgendwas? 30, ja. Ich hab 32.000 immer noch. Was? Nein, hier vorne, der Typ. Anquatschen. Jetzt 3, 2, 1. Klick! Könntet ihr mir helfen? Okay, ja, das war sehr schön. Mir ist gelungen, Schneeglöckchen und Sonnenstrahl hier in Sicherheit zu bringen. Oh, toll. Toll, Schneeglöckchen und Sonnenstrahl. Tolle Namen für eine Spinne. So. Ich habe eine Eisschwall-Pionierrüstung bekommen. 90 Körperpanzer, wow. Ich habe einen Wintersmantel bekommen. Ja, den habe ich auch gekriegt. Und ich habe das Auge der Winterwitwe. Oh ne, das habe ich nicht. Waffenrüstung pro Treffer um 6 verringert. Yeah. So. Brauchst du übrigens Armschienen? Level 14 habe ich gerade. Was sind das für Level? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf Handeln geklickt. Ich kann es nicht angucken. Achso, ja gut. Dann gucke ich einfach mal. Es ist Level 16. Ja. Okay. Das ist was mies. Ja, nee, ich weiß nicht. Sind halt mehr so. Das sind Magier. Oh nein, ich habe eine Stufe 22er Giftglutsteinscherbe gefunden. Oh, warum habe ich den dann nicht raufgepackt? Nein. So, ach so. Ja, genau. Danke sehr. Ja, bitteschön. Bitte. Unglaublich. Ist die Mana. Ja, warum packe ich den weg? Das ist unnötig. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gut, ich benutze sowieso keine Rechte. Ich kriege Schaden. Brauche ich nicht. Euer Begleiter ist fortgegangen. Halt mal. Ich habe hier eine 14er Rüstung. Mit Eisschaden und Gesundheit von Begleitern und Dienern. Das ist eigentlich was für dich. Ja? Brauchst du eine Eisschwall-Pionierrüstung? Nein, ich hab ja meine. Weiß ich nicht. Also ich bin relativ gut gerade dran, denke ich. Achso, dann. Die ist nicht so obergeil, aber sie ist trotzdem eigentlich ganz nett. Okay. Okay. Dann Portal zur Oberfläche? Ja. Okay. So, oh. Halt natürlich 3, 2. 1. Ah. Den Wächtern sei Dank. Sie hat sowieso nichts gesagt. Doch, den Wächtern sei Dank. So. Oh. Ein seltener Zauberstab. Den nehme ich sofort. Ich habe überhaupt nichts hier, was gut ist. Er ist geschickt 45. Ich brauche ja keine Sau.
So, das heißt, ich habe jetzt zwei seltene Zauberstäbe, die Stufe 19 und Stufe 19 sind, und der war nur Stufe 12. Ist zwar verzaubert, aber den werde ich dann entzaubern irgendwann. Aber Hundemarke für meinen Hund gekriegt. Wow, ja, toll. Das ist unglaublich. Ich bin sozusagen auf den Hund gekommen. So schlecht. Und dieser Helm sieht ja kacke aus. Auch dringend einen neuen Helm, Nur weil er scheiße aussieht, ich meine, man identifiziert sich ja nicht mit dem Charakter oder so. Nee, allerdings. Warte mal, ich habe mal eine Axt bei mir gerade im Inventar. Das ist ja unglaublich. 88 Schaden, hohes Angriffstempo, 8,0. Körperlicher Schaden, 70, wow. 5% Chance hier ist auf ein Typ. Komm mal her. 2 lang mindestens auf Mana kosten, fähig, 2 plus 2 Stufen auf die Fee. Alle so. Fähigkeiten. Wo bist du? Wieso zum Kuckuck bist du schon da vorne? Ja, komm einfach her. 3, 2, 1, klick. Ich grüße euch. Könntet ihr mir behilflich sein? Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel, als wir getrennt wurden. Ich hatte gehofft, ihn im Tempel wiederzutreffen, aber die Tore haben sich hinter ihm geschlossen. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging es ihm sehr schlecht. Ich fürchte, er könnte sich dieselbe Krankheit wie die anderen Esterianer zugezogen haben. Oh no! Ich wollte durch das andere Portal. Okay, du bist auch fertig? Ja, ich hab schon weitergeklickt. In den Wachtwaldtempel. Leider sind die Schlüssel gestohlen worden. Den einen haben Goblin-Bergmänner geraubt. Und wir glauben, den anderen haben Sklavenhändler, die seit kurzem in der Gegend sind. Man braucht beide Schlüssel, um das Wachtwaldportal zu aktivieren. Und sie zurückzuholen, übersteigt meine Fähigkeiten. Holt den Hauptschlüssel Glutstein von den Sklavenhändlern zurück und den Zusatzschlüssel Glutstein von den Goblins. Damit könnt ihr das Portal im Refugium öffnen und den Regenten abfangen, bevor ihr den Wächter ansteckt. Ihr habt eine Quest bekommen. Gut. Ansteckungsgefahr ist schlimm und deswegen müssen wir... Jetzt müssen wir rein zu den Glutsteinschlüssel Raureif hügeln. Genau. Schlüssel suchen gehen. Eben, sag ich doch. Natürlich. Auf den Raureif hügeln. Wow. Ich meine, der Zusatzschlüssel, den brauchen wir natürlich unbedingt. Wieso kein Schlüsseldienst? Weiß ich auch nicht. Aber weißt du, Zusatzschlüssel? Warum nennen sie ihn Zusatzschlüssel, wenn er gebraucht wird? Also, ja. Ja, gut. Einfrieren, was... Weil er nochmal zusätzlich ist. So, Wegbomb. Jetzt haben wir da ein Wegpunktportal. Sehr schön. Ich bin immer noch am Laden. Jetzt bist du nicht mehr da. Großer Mana-Trank, sehr schön. Wo ist der Wegpunkt? Ach, da. Sieht man nicht, nee. Mal kurz aktiviert. Sieht man überhaupt nicht. Achso, man muss die, glaube ich, gar nicht aktivieren. Muss man nicht, man muss einfach wahrscheinlich nur ins Gebiet kommen. So, wollen wir erstmal nach links gehen? Was? Nach links? Ja, sozusagen den links, der weiter einfach nach links ist. Achso, du hast ja natürlich, ich dachte, du machst nichts, aber du hattest ja schon Disconnect anscheinend oder so. Oh, guck mal hier. Ein Wächter. Ja, natürlich. Ja, du lass uns hier nach links. Wow, da ist ja voll viel. Und zwar ziemlich viel Scheiße. Lass uns mal hier lang gehen. Hier sind Viecher, die mich nicht angreifen können. Sowas mag ich. Ja, mir auch, aber ich kann sie auch nicht angreifen. Insofern mag ich das nicht ganz so sehr. Na, okay. Dann. Aber hier kann mich jemand angreifen. Guck mal, ich bin 15. Oh ja. Du nicht? Was meinst du? Bist du mittlerweile Stufe 15? Nein. Jetzt bin ich Stufe 15. Na, guck mal. Nehmen wir uns immer mehr an. Oh, guck mal. Oh, das ist doch putzig. So. Ich glaube, ich sollte auch mal was. Oh. Zugang weniger zum Wachwald. Mehr sterben. Okay. So. Dann kann ich ja nochmal Zauberstab-Chaos machen. Ich mag das irgendwie. Wir haben jetzt nächstes Level schon... kann ich dann tolle Sachen machen. So. Ja, also schon zwei Quests wieder oben in der Ecke. Das eine ist ja der eine Glutsteinschlüssel, das andere ist der andere. Schlüssel? Ja, gut. Gut gesagt, Stein. Ja. Hallo, gut. Ein Schnitzel. Dein Greif hat gerade den Doppel gebracht. Ich glaube, das war. Wieso? Mein Greif ist halt mega stark. Wieso bin ich gerade so vereist immer? Ich glaube, ich bin zu resistent gegen Eis. Ja, ich habe 53 Eispanzer, also. Die machen mir hier aber anscheinend wirklich kaum Schaden. Ja, ich krieg auch kaum Schaden. Ich sollte mal wieder meinen Heilroboter ausrüsten. Weil ich trotzdem so. Und bin ich Leben habe. Ach. Oh yeah. Es könnte daran liegen, dass ich der Einzige bin, der die ganze Zeit Schaden kriegt, weil du nicht raufgehst. Ey, die tote Bezwingerwache ist einfach aufgestanden. Was soll denn das?
Was soll denn das? Das ist doch nicht schön. Ich meine, Rest in Peace und so. Rest in Pieces. Ja, ich weiß, wusste, dass du das sagst. Was soll das werden? Aufgucken, ich hab's genau gesehen. Okay. Bevor er starb. Okay. Wollen wir zuerst zu dem Ding da hinten hingehen? Ja, ich weiß ja nicht, was da hinten ist, aber okay. Da hinten ist der erste Schlüssel. Naja, ich weiß, aber da hinten kann beides bedeuten. Ey, das ist ein komischer Jumper. Mäßig. Das sieht so aus wie die Dinger aus Half-Life, oder? So ein bisschen. Ja, kann sein. Ja, oh, was ist das? Eine Truhe! Eine Mimik! Ach, die Mimik schon wieder. Das war eine andere Richtung. Du gehst genau in die falsche Richtung gerade. Egal. Ah. Bleib mal stehen. 2 Sekunden. Ja, es ist die falsche Richtung vielleicht, aber. Ja, vielleicht ist hier was. Leveln ist immer gut. Ignorieren wieder alles, was uns das Spiel sagt. Und wir rennen natürlich wieder in vollkommen unterschiedliche Richtungen. Naja. So, ich komm mal hier hinterher gelatschert. Ja, so. Und dies. Ah, du bist wieder disconnected anscheinend. Oder so. Nee, bist du nicht. Bist du nicht. Ich bin gerade umgeklatscht. Okay, dann können wir wieder zurücklaufen. Wow. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, hat sich. Kann man nichts gegen sagen. Ich finde das sehr gut. Das war sehr lohnenshaft, wert, was auch immer. Oh ja. Ja, wie gesagt, das hier. Ah, guck mal hier. Das sind, Gegner. Oder fort. Du rennst zuerst, rennst du nach oben, dann rennst du nach unten. Nein, da war ein Gegner. Hier ist auch der Eingang. Ja. Aber oben ist noch ein Eingang. Hier ist ein Fort. Ein Fort ist immer gut. Fort Lost. Rennbare. Warum zünden wir das Fort an? Deswegen, weil wir doch die Schlüssel suchen wollen. Ja, aber wozu müssen wir es dann anzünden? Wir sind doch nicht so drauf. Achso, das ist eine gute Taktik. Ich laufe einfach zum Schlüssel. Ich meine, was soll ich. Ich sagte, ich laufe einfach zum Schlüssel. Was soll ich mit denen? Also, ich will XP. Ich nicht. Jetzt auf einmal. Nee, ich möchte nie XP. Wie jeder weiß. Zerschmettert. Fort des Lame, die Glutsteinschlüssel, da habe ich's. Ja, ja, ich weiß, aber. Da muss man aber rein erst, ne? Lass mal kurz auf mich warten. Das ist ein Eingang. Natürlich muss man da erst rein. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso du da unbedingt hin willst. Du kennst das doch. Und da ist ein Mimik wahrscheinlich. Hey! Achso, ich dachte, du wärst reingegangen. Nein, bin ich nicht. Ich bin hier weiter. Brennbare Laterne! Oh yeah! Und tot seid ihr. Ich finde das übrigens echt super. Hier! Oh, dass eine Leder. Dass sie einfach alle pennen gerade irgendwie. Ja. So im Sklavenlager. Da rechnet man ja überhaupt nicht, dass man vielleicht mal angegriffen wird oder so. Nee. Nee, natürlich nicht. Sollte man auch keine Wachen aufstellen oder so. Nein, und ich habe irgendwas gefunden, was. Nee, was relativ. Hey, ich nicht identifizierte Hose. Eine Hose, die relativ gut ist, weil sie Stufe 20 ist. Ich hab hier oben noch einen Pelzrock. Nee, einen Fechtstock. Ein Pelzrock, ein Fechtstock. Hey, du hast Leute übersehen. Und du hast einen Typ übersehen, vor allem mit dem man reden kann. Da war ich noch nicht mal. Guck mal. Nein, ich brauche nichts. Ich quatsche dich nur so an. Ja. Ja, okay, der hat uns nur gedankt, dass. Ich muss mal kurz dein Pet losschicken, bevor du wegrennst. Das soll nämlich noch was verkaufen. Das, ja, das kann ich auch mal machen. Und außerdem muss ich auch noch was skillen. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ganz ehrlich, man klickt so schnell daneben, oder? Geht es dir auch so, dass du ab und zu echt ganz schnell daneben klickst in deinem Inventar? Euer Begleiter ist. Was meinst du mit was? Was kriege ich in meinem Inventar? Dass du daneben klickst. Nein, eigentlich nicht. Ich klicke ja noch auf die falschen Sachen. Ja, das erscheint eine Berufskrankheit von dir zu sein. Ich weiß ja nicht, was du für einen Beruf du hast, aber du hast eine Berufskrankheit. Eine Berufungskrankheit. Eine Berufungskrankheit. Du bist noch ein bisschen unterlevelt, möchte ich gerade betonen, mal gerade kurz. Na und? Gut, danke. Macht uns nichts aus. Rinder! Ist schon drin? Nee, ich bin noch nicht drin. Okay, renn. So. Oh, ich muss noch kurz skillen, wenn es dich interessiert. Du wahrscheinlich auch noch. Ja, ich hab schon geskillt. Das spiele ich mal gerade, wenn du irgendwie Spieler umklatscht. Ich skill mal alles auf Stärke gerade. Ja, mach das. Ich habe jetzt alles auf Geschicklichkeit gemacht. Gnadenstoß. Wenn ihr mit Holzstiefkraft fühlt, euch ein Stromschlag ist zu erledigen. Diese Fähigkeit kann nicht auf der ersten pro Sekunde ausgewählt werden. Sehr schön. Ich habe die falsche Fähigkeit ausgewählt. So. Mal sehen. Wir sind übrigens gerade hier in so einem einstürzenden, brennenden Lager. Wieso wohl? Könntest du was damit zu tun haben, dass wir alle Gebäude angezündet haben? Nein, ich glaube nicht. Nee, das hat eher damit zu tun, dass wir so friedlich waren.
Deswegen brennt immer alles. Glaub auch. Das weißt du doch.